Diese beiden werden uns ganz bestimmt nicht einfach mal so durchlassen. Ha, ah, ein Doppelkampf. Spitze, der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Zusammen sind wir Grips und Muckis auf einen guten Kampf. Wir hängen uns auch voll rein. Oh, du bist der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Na, habe ich das nicht wundervoll nachgesagt? Du kannst mich als einen Papagei bezeichnen. Vor dir stehen Grips und Muckis. Wir sind so frei und legen uns jetzt mal voll ins Zeug. Na endlich, ich dachte schon, die werden jetzt weiter reden und reden und reden und reden und reden. Ich will endlich kämpfen. Grips und Muckis, so heißt das Team, aber die Protagonisten heißen Kato und Jaro oder Kato und Jaro? Sagen wir mal Kato und Jaro. Okay, Mashok und Kadabra, ein sehr, sehr interessantes Team. Ein Kampf und ein Psycho-Pokémon. Das ist aber interesting. Ich glaube, ich sollte mich so schnell wie möglich um Kadabra kümmern. Genau, das wäre nicht schlecht wegen Ariyama. Um Mashok können wir uns ja immer noch kümmern. Ich habe keine Lust, dass Ariyama hier down geht. Durch eine Psycho-Attacke. Nee. Wir kümmern uns erstmal um dieses Kadabra. Heftig, ey. Mogelhieb. Hat Kadabra ja schon fast KO'd. Aber gut. Der Plan war gut. Der Plan ist aufgegangen. Mashok ist das einzige Pokémon, welches überlebt hat. Aber gut, es wurde ja noch nicht angegriffen. Das wird sich jetzt ändern. Flügelschlag auf Mashok. Und Abschlag gegen Mashok. Ich weiß, wir treffen mit der Attacke nicht sehr effektiv, aber jetzt Kraftwelle einzusetzen ist auch nicht so klug. Ja, so ist das gut. Ich bin davon ausgegangen, dass Mashok irgendwie noch die Flügelschlagattacke aushalten wird. So kann sich ja Hariyama um den Rest mit Abschlag kümmern. Sehr schön, Pokebuddies. Gönnt euch die Erfahrungspunkte. Okay, so schaut das gerade aus mit den Statuswerten. Super. Vielen Dank, dabei haben wir auf jeden Fall was gelernt. Ja, nice, darüber freue ich mich. Das ist doch schön, dass wir uns friedlich voneinander verabschieden können. Okay, oh, die Brücke ist cool und dass man auch einmal den Wasserfall betrachten kann, ist auch ziemlich nice. Ja, es regnet hier immer noch in Strömen, aber das ist ganz normal auf dieser Route. Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ein erneutes Mal einsetzen. Ein Drittel der Reise sollten wir abgeschlossen haben nach Baumhausen City. Benutze den Suchmodus deines Pokédex-Navis. Ich habe gehört, wenn man mehrmals der gleichen Pokémon-Art begegnet, wird irgendwann die Suchfunktion präziser. Dann kann man damit auch seltenere Pokémon aufspüren. So findet man angeblich Pokémon, die ungewöhnliche Attacken kennen oder seltene Fähigkeiten besitzen. Ja, von dieser Funktion habe ich schon bereits gehört. Oh, was gibt es denn da? Kann man da hin? Nee, okay, alles klar. Hätte ja sein können, dass sich da hinten irgendetwas befindet. Auf mich wirkt das so, als ob man da auf dieser Fläche entlang gehen könnte. Also die Fläche am Rand. Okay, was haben wir hier? Hohes Gras. Und? Ein Trainer eventuell? AP Top. Top Font. Gut, was sagt mein Itemradar? Findest du irgendwas? Da ist auf jeden Fall ein Trainer, gegen den werden wir kämpfen. Oh, hier war höchstwahrscheinlich ein Pokémon. Okay, hier ist nichts zu finden. Komm her! Wer kennt sich am besten mit dem Überleben in der Wildnis aus? Das sind wir, die Pokémon Ranger. Nice, Pokémon Ranger. Egbert, habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt? Pokémon Ranger? Ich will das auf jeden Fall noch in diesem Jahr hoffentlich LP'n. Ihr könnt gerne entscheiden, ob ich dazu ein Solo-Let's Play machen sollte oder ein Livestream. Ein Vipitis. Oh, Schwalboss ist am Leben. Okay, gut. Nach dem Kampf werde ich einmal diesbezüglich etwas ändern. Ich lasse Schneckmark leben. Ja, danke schön für die Paralyse. Das war auch notwendig, ne, Vipitis? Nice, mit Ruzuki können wir auf jeden Fall Vipitis outspeeden und es hat auch ausgereicht. Dupi. Ist ja auch eine Slap-Attacke. Daher wird so eine Attacke nochmal verstärkt. Was gut ist für Schwalboss. Level 39, heftig. Notsituation? Ich weiß nicht.
trifft nur, wenn Kraftpunkte des Anwenders geringer als Kraftpunkte des Zieles sind, senkt dessen Kraftpunkte auf die Höhe der Kraftpunkte des Anwenders. Nee, das würde ich vielleicht einem Pokémon beibringen, welches sich auf dem ersten Level befindet. Kennt ihr diese Kämpfe im Online-Modus? Da gibt es Leute, die original mit einem Level 1 Pokémon gegen Pokémon wie Lugia oder Groudon kämpfen und diese Pokémon original mit dieser Attacke KO'n. Und man muss auch natürlich an bestimmte Items denken, damit man sich immer wieder regenerieren kann. Ist schon eine lustige Aktion. Also falls ihr sowas am Start habt, dann könnt ihr mal sehr gerne, wenn ihr mögt, mit so einem Pokémon oder mit so einem Team gegen mich kämpfen. Ich würde mir das gerne mal anschauen und ich würde das mal selbst so gerne erleben wollen. Vom Feeling her würde ich gerne wissen, wie das so ist, wenn man auf einmal gegen ein Level 1 Pokémon kämpft und dieses Pokémon KO'd dann ein. Okay, Kancha. Vergiss nicht, dass du dich gerade in einem Kampf befindest. Ein Schwalbus hat gerade Kraftpunkte-Probleme. Paralyse ist auch am Start. Munti solltest du nicht unterschätzen. Gegen Munti haben wir ja schon bereits in der Arena von Blütenburg City gekämpft. Der Arenaleiter Norman, aka der Vater des Protagonisten, hatte ja ebenfalls so ein Pokémon bei sich. Ja, Ruxukeep. Komm schon, kriegen wir das hin? Ja, sehr schön. Die Paralyse wird sowas von ignoriert. Wer bist denn du? Oh yeah, nice. Cooles Montier. Ja, wir haben ja auch ein Bommels. Aber dieses können wir nicht mehr benutzen. Eigentlich wollte ich sehr gerne, dass dieses Pokémon sich auch weiterentwickelt. Aber gut, mein Wissen über Pokémon war nicht ausreichend. Dafür haben wir jetzt andere Pokémon im Team. Eigentlich wollte ich das Pokémon-Ei abholen, aber ich dachte mir, was ist, wenn das Pokémon aus dem Ei plötzlich herausschlüpft im Offline-Modus? Ich würde das schon sehr gerne aufnehmen. Elixir. Und ja, ich würde das gerne mit euch gemeinsam erleben wollen. Beziehungsweise ich möchte auch halt, dass diese Szene in dem Video stattfindet, damit wir halt darüber schnacken können, etc. Bist du nicht stets auf der Hut, kann es dir schlechter gehen. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Schneck mag lieben zu lassen. Okay. Eugen, sag mal, habe ich mich um die Paralyse gekümmert? Aber er hat nur ein Pokémon dabei. Ja, Smogon. Level 29. Mhm. Ja, also auf die Paralyse können wir fürs Erste wieder verzichten. Würde ich mal so behaupten. Nice. Paralyse wird wie gewohnt ignoriert und Smogon wurde besiegt. Nice. 421 Erfahrungspunkte. Ninja-Junge. Du bist viel stärker, als ich erwartet habe. Naja, das ist genauso wie im Pokémon Mystery Dungeon. Ich bekämpfe jedes Pokémon und in Omega Rubin bekämpfe ich jeden Trainer. Deswegen werden die Pokémon auch immer stärker und stärker. Ne, das muss man auch beachten. Ja, du bist jetzt geheilt. Die Paralyse nervt. Paraheile haben wir nicht, aber Hyperheile haben wir. 7-mal von dem Item, sehr, sehr gut. Alles klar, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dem Schwalboss noch einen Trank geben sollte, aber dann wäre das etwas zu easy. Okay, gut, hier ist wohl nichts mehr. Oh ja, yeah, Schutz-Item weg nicht mehr, gleich erstmal aktivieren. Mal kurz gucken, nee, hier ist nichts, Leute. Gut, hier unten war ja der Pokémon Ranger, genau, gegen den haben wir schon gekämpft. Gut, dann machen wir weiter. Oh, der könnte kämpfen wollen. Erstmal schauen wir nach, ob wir hier was finden können. Nee, sonst hätte ja mein Itemradar schon längst reagiert, ne? Ich werde dir zeigen, was mein Vogel-Pokémon alles drauf hat. Okay, warum nicht? Henry, ersetzt Dodo ein. Oh Mann. Ich habe darüber schon einige Male gesprochen gehabt, aber jedes Mal, wenn ich Dodo und Dodri sehe, muss ich halt an einen alten Klassenkamerad denken, der sich immer darüber... Ja, was heißt lustig gemacht hat? Der hat das immer wieder erwähnt. Wusstet ihr, dass Dodo fliegen kann, obwohl es keine Flügel hat? Ich glaube, ich habe darüber schon im letzten oder im vorletzten Part gesprochen. Ich weiß nicht mehr wann. Aber ich muss original immer daran denken. Irgendwann waren die Leute auch teilweise genervt von ihm, weil er hat das immer wieder angesprochen in den Pausen. Wusstest du. Naja, er hat es ja nicht böse gemeint. Denke ich. Ich meine, sowas kann man ja auch nicht böse meinen, weil
Ich meine, wenn jemand etwas sagt oder tut, dann erkennt man das ja, ob er das jetzt wirklich so mit einer gewissen negativen Emotion macht oder ob er das einfach mal so macht, ohne jetzt allzu viel darüber nachzudenken. Es gibt ja solche Leute, die legen einfach los. Ohne jetzt darüber nachzudenken, oh, kann es sein, dass ich vielleicht diese Person damit nerve, weil ich habe dieser Person das schon zum 10. Mal jetzt erzählt. Henry, das war wohl nicht ausreichend. Aber das stimmt. Dodo kann in der ersten Generation fliegen. Wo wir schon mal darüber reden. Noch ein Trainer? Die Weiten des Himmels sind der Stoff, aus dem Abenteuer Träume gemacht sind. Nichts ist vergleichbar mit dem Pokenglück des Fliegens. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass diese Route sehr, sehr lang ist. Vogelfänger Enrico. Ich meine, diese Erfahrung haben wir ja schon in der 3. Gen gemacht. In Pokémon Saphir oder die Leute, die Pokémon Rubin gezockt haben. Schwalboss Level 30, ja. Und ich hatte ja schon einige Mal darüber gesprochen gehabt, dass diese Route eine, ja, keine erschwerliche, aber eine lange Reise sein wird. Und tatsächlich, das ist sie. Also ich denke nicht, dass wir in diesem Part Baumhausen City erreichen werden. Und um ehrlich zu sein, kann ich es mir gerade etwas schwer vorstellen, dass wir Baumhausen City im nächsten Part erreichen werden. Wenn dann wirklich in den letzten Sekunden. Nicht in den letzten Minuten, wirklich in den letzten Sekunden. Mal gucken. Aber ich denke, oh nee, ein Doppelteam wirkt. Wir sollten auf jeden Fall allerspätestens im übernächsten Part Baumhausen City locker erreichen. Doch davon gehe ich definitiv aus. Komm schon, Schwalboss muss treffen. Nein, jetzt kommt Aeroas. Ein Volltreffer. Das war noch ein Volltreffer. Das gibt's doch nicht. Das ist zu riskant hier. Das ist riskant und gefährlich. Doppelteam ist echt nicht zu unterschätzen. Gut, dass ich die Möglichkeit habe, hier einen Hypertrank einzusetzen. Sonst... Och nö, ne? Schon wieder Doppelteam. Ätzend. Oh, Gott sei Dank. Nice. Gleich beim ersten Mal getroffen, obwohl es jetzt zum zweiten Mal Doppelteam eingesetzt hat. 970 Erfahrungspunkte. Das war ein tiefer Fall. Ja, für wen wohl? Aber Schwalboss ist ja jetzt wieder im Pokéball. Aber ins Pokémon Center. Ach, einen Augenblick mal. Wir hätten auch hier rauffahren können. Ja, okay. So, was gibt es hier? Was gibt es dort? Hier waren wir schon. Ist hier vielleicht irgendwo ein Item? Nee. Ein Itemradar. Ja, geht nicht. Huch, 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 huch. Schaut mal. Was machen die denn hier? Schutzitem weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Schauen uns erstmal hier um. Hä, was machen die denn hier? Ah, ich dachte, man kann sich hinter dem Gebäude befinden. Okay. Hey, Kleiner, wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du am besten einen großen Bogen um das Klimainstitut. Hey, ich will hier weiter. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich mein Leben lang immer nur Wache halten werde. Hey, du da, wir halten hier Wache. Halte dich vom Klimainstitut besser fern. Dort ist es gefährlich. Klimainstitut? Das hier sollte das Klimainstitut sein. Jo, Klimainstitut. Dann schnuppern wir kurz rein. Oh yeah. Team Magma. Oh yeah. Wir sind wieder da. Oh yeah. Team Magma. Willkommen im Klimainstitut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich bin ich ein Profi. Jawohl, ich kann es. Ich werde sie mir alle schnappen. Der Abfalleimeister. Okay, so wie es aussieht, gibt es hier einige Kämpfe. Während ich geschlafen habe, haben sich alle in den ersten Stock verkrümelt. Ach, schaut mal, hier ist ein PC. Wartet mal, können wir uns hier ausruhen? Aber das müssen wir gar nicht. Ich meine, wenn wir schon den PC benutzen können, dann können wir unsere Pokémon kurz in die Boxen ablegen und sie dann wieder zurückholen und schon geht es ihnen gut. Ja, nice, gut. Dann kann ich mich ja jetzt schon mal um eine Sache kümmern und zwar um das Pokémon-Ei. So, her mit dem Pokémon-Ei.
Latios hat den Megastein, sehr schön. Latios haben wir bis jetzt noch nicht benutzt. Wir haben es auch daher nicht verloren, aber ich hatte ja schon darüber gesprochen gehabt, ich möchte ungern in einer Nuzlocke-Challenge jetzt ein legendäres Pokémon benutzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das noch nie gemacht habe, aber ich möchte mir das nicht zur Angewohnheit machen. Okay, so. Und diese Pokémon haben wir noch am Schlüssel. Ja, wunderbar. Okay, sehr schön. Gut. Eine Frage. Habt ihr vielleicht ein Wunsch-Pokémon, welches ich mitnehmen sollte? Oder welches ich auch mal im Privaten trainieren sollte, damit ich hin und wieder mal gewisse Pokémon auswechseln kann? Ich zeige euch mal kurz die Pokémon. Ich meine, ihr könnt die Pokémon auch auf dem Touchscreen sehen, aber vielleicht möchte sich der ein oder andere das Besen und die Fähigkeit von einem Pokémon anschauen. So schaut's aus, Leute, und das ist unser Team. Nice, ich bin zufrieden. Let's go. Weiter geht's. Oh, die Mucke, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich drehe gerade voll auf. Da sind zwei Team Magma. Rüpeln. Kalle interessiert sich für die Forschungen hier, daher hat er uns hergeschickt. Störe uns nicht. Naja, ihr seid diejenigen, die mich stören. Ihr versperrt die Brücke. Magnaien? Mal gucken, ob wir mit Schneckmark gegen Magnaien kämpfen können. Also, erstens, es regnet nicht mehr. Zweitens, ein Versuch ist es wert. Gewissheit. Hui. 34 Kraftpunkte habe ich gerade verloren. Ich glaube, Schneggy Schneckmark werde ich jetzt zur Sicherheit rausnehmen. Aber besser ist es. Boah, gut, dass es Verfolgung nicht eingesetzt hat. Vielleicht hat es ja die Attacke nicht drauf. Auf einmal hat es die Attacke drauf, aber es hat die Attacke einfach nicht eingesetzt. Standpauke. Vielleicht war das nicht verkehrt, eben rausgegangen zu sein. Oh nein, der Spezialangriffswert sinkt. Who cares? Den Spezialangriffswert brauchen wir sowieso nicht mit Hariyama. Mogelieb. Jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Oh yeah. Meint hier Abschlag würde ausreichen? Probier's mal aus. Kraftwelle will ich nicht einsetzen. Ah nice, hat ausgereicht. Magnaien wurde besiegt. Und die Erfahrungspunkte haben die Pokébuddies verdient. Level 31, sehr schön. Noch 7 weitere Level-Ups. Dann gibt es eine Weiterentwicklung. Golbi. Ja, da sollte ich definitiv abhauen. Rüber zu Schwalbos. Schwalbos sieht schon richtig cool aus. Ich liebe die shiny Form von Zubat und Golbat. Giftzahn. Oh, und da ist die Vergiftung. Verletzend. Ach, gut, dass ich mir hin und wieder mal eine Pause gönnen kann hier. Im Institut, das Klima. Institut. Oh, jawohl. Gut gemacht, Schwalbos. Du bist ja lustig drauf. Ich möchte mir nochmal kurz die Fähigkeit von Schwalbos anschauen. Wie bitte? Besiegt? Und das von einem Kind? Doch, ich kann mich gerade ein bisschen schwer an die Fähigkeit erinnern. War das doch Adrenalin? Jawoll! Okay, gut, weil ich habe mich gerade gefragt, was? Wir haben Golbat mit Flügelschlag direkt KO'd. Aber durch die Fähigkeit Adrenalin steigt ja der Angriffswert, wenn das Pokémon ein Statusproblem hat. Und in dem Falle hat der Schwalbos gerade die Vergiftung am Schlüssel. Zeit für ein Päuschen. Ja, lieber so, als jetzt an den PC ranzugehen. Das würde etwas zu lange dauern. Okay, wie viele wollen hier denn noch spielen? Können wir uns hier die Gegend anschauen? So, kein Internet. Nee, dann kann ich den Rechner nicht gebrauchen. Was ist denn hier für ein Bild? Da hängen eine Wetterkarte der Höhenregion und Notizen über die Wetterveränderungen der letzten Woche. Da steht schon wieder dasselbe. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht, wie das urzeitliche Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deshalb sind wir hier. Verstehst du das? Ach so. Ihr wollt schon wieder plündern, hä? Ihr möchtet die Werke von anderen
zweckentfremden. Mhm. Das ist nicht korrekt. Sowas geht gar nicht klar. Habt ihr mich verstanden? Jetzt wird eingeäschert. Giroball gegen ein Feuer-Pokémon. Sag mal, ist alles okay bei dir? Da hast du's. Da hast du's. Die Verbrennung. Jetzt wird eingeäschert. Schöner Damage. Yeah. Der Damage, der war wunderbar. Der Damage, der war wunderbar. Der Damage, der war wunderbar. Sorry Leute, ich lass mich gerade gehen, aber... Hin und wieder passiert das mal bei mir. Ich denke, dass das nicht so schlimm ist. Das ist genauso wie wenn ich jetzt Besuch kriege von jemandem und ich schnack einfach oder rede über der Melodie. Ein Kind durchkreuzt unsere Pläne. Ich glaube, das war's hier, ne? Gut, dann gehen wir weiter. Ich denke, wir könnten hier auch einen Cut machen und das Spiel abspeichern, wollte ich sagen. Aber was passiert jetzt? Das schauen wir uns im nächsten Part an. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Tschüssi!